Der Bucherer VIP Talk, präsentiert von Juwelier Bucherer, einer der führenden Uhren- und Juwelenexperten Europas. Der Bucherer VIP Talk aus den Räumen des Juwelier Bucherer am Breidenbacher Hof. Ein herzliches Willkommen dazu. Ich freue mich heute sehr über Modeexpertin und Jadesbesitzerin Evelyn Hammerström. Herzlich willkommen, Frau Hammerström. Hallo, ich freue mich auch. Ich freue mich besonders, dass es geklappt hat, weil Sie sind ja echt wahnsinnig viel immer unterwegs, dass wir da ein Datum gefunden haben, wo es klappt, wo Sie gerade hier in Düsseldorf sind. Ist es tatsächlich auch nach wie vor so, wie es auch früher war, dass man echt immer noch viel unterwegs ist, um sich verschiedene Kollektionen anzuschauen? Ich denke, Sie sollten heute noch viel mehr unterwegs sein, weil es noch viel umfangreicher geworden ist. Vor allen Dingen bei uns ist ja vor ein paar Jahren auch der Online-Shop dazu gekommen. Das heißt, ich kaufe ja viel mehr Kollektionen ein als früher. Also ich bin immer noch sehr, sehr viel unterwegs, viel in Amerika. Paris ist eigentlich die wichtigste Stadt geworden zum Einkaufen. London, Paris, eigentlich so die schönsten Städte der Welt, was man sich hört als Frau vorstellt. Hört sich eigentlich immer sehr hört schön schöner an. Auch, ja. Mailand gehört noch dazu. Jetzt, um Trends zu entdecken, kann man sich das als Laie vorstellen? Wie schafft man es da? Und Sie haben da definitiv ein Händchen für, das haben Sie bewiesen, so Trends zu entdecken. Also früher sah das noch so aus, dass Sie wirklich, ob es New York war oder Los Angeles, wir sind rumgefahren, wir sind in die Hinterhöfe, wir sind manchmal an Stellen gewesen, wo ich gesagt habe, hier möchte ich eigentlich gar nicht sein, und haben da Designer entdeckt oder junge Leute, die ein tolles kreatives Händchen hatten. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Also die kommen zu uns, die melden sich bei uns. Ich bin sehr viel digital unterwegs, bei Instagram zum Beispiel. Jede Kollektion, jede Designerin, jeder Designer macht inzwischen irgendwie so ein kleines Markenportfolio auf Instagram. Also eigentlich viel einfacher geworden. Ist das schon, ne? Ja, definitiv viel einfacher. Das war früher viel, viel schwieriger. Da waren sie wirklich, sagen wir mal, 90% der Zeit damit beschäftigt, unterwegs zu sein, Dingen hinterher zu schnüffeln. Ich wurde ja auch Teufelschweinchen genannt. Und hat mir aber auch irre viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden, ein bisschen bequemer vielleicht auch. Und dass es Instagram gibt, tut mir schon ganz gut. Also ich bin sehr viel schneller mit den neuen Firmen in Kontakt. Jetzt gibt es ja auch, gerade wo Sie Instagram ansprechen, die sogenannten Influencer, die auch und Blogger, die da ihr eigenes Profil haben. Und die bekommen dann oft auch Sachen zugeschickt von Firmen, um das dann halt zu präsentieren, um das ihren, weiß ich nicht, bis nahezu 1 Million Followern dann zu zeigen. Ist das auch was, wo Sie mitarbeiten, dass Sie sagen, wir tun denen mal ein bisschen was Gutes, damit wir uns auch bekannter machen, oder eher nicht? Sicher beobachte ich das, ganz klar. Ich fand das nur am Anfang sehr viel ehrlicher. Und da war das noch, die haben sich wirklich angezogen. Sie haben sich ihren neuen Stil gezeigt. Sie haben tolle neue Looks entworfen. Heute ist das bezahlt. Heute weiß man genau, da hat Firma XY bezahlt und die ziehen das an. Das sind Kleiderständer geworden. Ja. Also die Ehrlichkeit ist nicht mehr da. Da traue ich nur so einen ganz wenigen. Da gibt es zum Beispiel eine in Düsseldorf, die ich irre gerne mag, Majawai. Ja. Bei der glaube ich wirklich hundertprozentig noch, die kriegt auch Geld dafür, viel Geld wahrscheinlich. Aber der glaube ich ihren Look. Ja. Die ist authentisch. Dass sie dann tatsächlich Sachen anzieht, die ihr auch wirklich dann gefallen. Ich glaube, der Maja, der muss das gefallen, was sie anzieht. Ja. Ich glaube nicht, dass die sich verkleiden lässt, weil die hat immer ihren Look. Die hat diesen bisschen androgynen, die hat ihre Hosen immer da, wo sie hingehören. Also eigentlich mein Look, ich mag das super gerne. Also das klingt ja eigentlich so, diese ganze Digitalisierung, die geschehen ist, klingt ja relativ positiv. Ist es denn auch so, wir haben ja eben schon erwähnt, den Online-Shop, da läuft natürlich auch wahnsinnig viel drüber. Merkt man das denn im Geschäft, dass es da einfach definitiv weniger geworden ist? Ja, das kann man schon sagen. Ich denke, dass alle Läden sehr viel weniger Umsatz, nicht nur weniger Umsatz, sondern weniger Frequenz haben. Die Leute müssen ja nicht mehr in die Stadt. Die Leute von den kleineren Dörfern oder von auswärts, früher sind die samstags in die Stadt gerauscht, jeder musste raus und was gibt's, ich sage jetzt mal bei Jades. Und das ist in der Form nicht mehr so. Wir sind immer noch sehr interessant. Jades ist samstags immer noch ein Mittelpunkt in der Stadt, weil wir sind ja so ein bisschen partymäßig unterwegs auch und haben ja auch ein Personal, was ein tolles Gefühl rübergibt. Also, aber wir merken auch dort, es wird viel mehr bei uns im Webshop auch bestellt. Auf der einen Seite sicherlich gut, aber ich finde, für die Städte ist das nicht gut. Die Städte haben sich sehr verändert. Vor allen Dingen, samstags geht es ja noch, aber innerhalb der Woche, die sind doch leer. Die sind doch ausgestorben.
Und es gibt halt viel weniger inhabergeführte Geschäfte. Kaum ne? noch. Es ist doch alles. Also ich meine, mit Eickhoff auch damals. Ja, Eickhoff ist eins der wichtigsten Geschäfte in Deutschland. Ja. Hat zugemacht und ich meine, für sich bestimmt alles richtig gemacht, wie man das so gehört hat. Ich finde auch Dior toll, gefällt mir gut. Aber ich vermisse ihn. Ja. Er war ja auch mein Sparringspartner. Wir haben uns ja immer gemessen. Ich war der Kiosk an der Ecke, wenn Sie sich erinnern. Ne? Er hat mich ja immer bekämpft. Er stand jeden Tag vorm Schaufenster. Aber ich vermisse ihn einfach, weil wen gibt es jetzt noch in Düsseldorf? Breuninger, Department Store, apropos auch Kette. Es gibt keine inhabergeführten Geschäfte mehr. Und das merkt man, die sind ja nicht persönlich. Ist schon ein Unterschied. Ja, aber es gibt nach wie vor sicherlich noch Leute, die das auch zu schätzen wissen und gerade kommen und auch wissen, dass sie eine ehrliche und gute Beratung bekommen. Ja, ne, bei uns ist, glaube ich, alles schon sehr, sehr ehrlich, weil wir haben es damals auch ganz klar darauf aufgebaut. Lieber mal zu viel sagen, würde ich lassen, steht dir nicht. Und ich aber denke, der Kunde ja kommt hören. Wieder. Also, absolut, weil man sieht sich ja nicht nur einmal. Man möchte den Kunden ja immer wieder, dass er kommt. Und das ist schon bei uns, glaube ich, da weiß man ganz genau, ja oder nein. Wir machen dann auch mal den Daumen runter. Aber würde ich sagen, ja, eine gute Alternative meistens. Jetzt ist Jets natürlich auch für die großen Namen bekannt, die hier auch schon waren, ihre Kollektionen hier vorgestellt haben. Ich sag nur Justin Timberlake oder Victoria Beckham. Wie kommt man, zweimal, ne? Wie kommt man an diese, das sind ja mal richtige A-Promis, kann man ja ganz klar so sagen. Wie stellt man den Kontakt her? Wie kommt man da dran? Wie bekommt man die hier in den eigenen Laden nach Düsseldorf? Also das war eigentlich gar nicht schwierig. Und zwar dadurch, dass wir mit Amerika so verbandelt sind, mit Los Angeles vor allen Dingen, war man uns als Jades, wir waren in Amerika so bekannt, dass wir ankamen schon, wurden wir schon abgeholt am Flughafen, wir wurden zu den verschiedensten Showrooms gebracht und bei uns wollte man einfach leben. Wir wurden gesucht, wir haben gar nicht gesucht. Und das war eigentlich eine ganz schöne Situation. Justin Timberlake hat sich uns ausgesucht. Jetzt muss man noch die Verbindung sehen, wir haben ja auch noch die Agentur. Das heißt, wir waren die Ersten in Deutschland, die amerikanische Brands wie Seven for a Mankind, wie True Religion, wie J-Brand, wir waren sehr stark auf Denim konzentriert. Juicy Couture, das haben wir ja alles rübergebracht nach Deutschland. Oder sagen wir mal, eigentlich auch Europa. Und das ist ja ganz klar, dann wurden wir gesucht, weil die brauchten ja in verschiedenen Ländern ihre Auftritte. Und Jades war eigentlich der erste Laden, glaube ich, in dieser Richtung, der es überhaupt in Deutschland gab. Dann wurde das ja alles auch ein bisschen mehr. Wir haben ja auch andere Kunden mit diesen Labels bedient. Dann waren wir auf einmal nicht mehr einmalig, aber wir waren immer noch Jades. Aber wir sind immer noch Jades. Ja. Und immer noch, glaube ich, ganz hoch angesiedelt im Premium Sportswear. Wenn man dann diese Namen hört und dann ist man ja irgendwie ehrfürchtig, natürlich sind es auch nur Menschen, aber wie haben Sie die so erlebt? Wie sind also auch ganz, ganz locker, ganz, also bei Justin Timberlake kann ich mir das schon vorstellen, der kommt auch immer, ist ein Sunny Boy, ja, also da glaube ich auch, dass man da hinschmilzt. Victoria Beckham wirkt immer so wahnsinnig auf Abstand, kühl, es kommt selten ein Lächeln über ihre Lippen. Die lächelt nur nicht, weil es ihr nicht steht. Die sieht einfach wirklich ganz anders aus, ob sie ein Lächeln auf dem Gesicht hat oder ob sie einfach nur so guckt. Sie ist die freundlichste Person, die ich kenne. Sie ist ganz ehrlich, ganz warm. Diese Frau hat wie viele Kinder großgezogen? Vier, ne? Glaube ich, ja. Genau. Hat vier Kinder großgezogen. Das ist eine Mama. Ja. Die saß abends mit uns hier im Riva und die hat telefoniert mit ihren Kindern. Dann hat sie die einfach rübergegeben und ganz natürlich, ganz toll, gar nicht gehemmt, sondern einfach nur very, very friendly. Die hat mir sehr gut gefallen. Jetzt hat Düsseldorf ja auch eine, gerade in Bezug auf Mode, wahnsinnige Ups und Downs gehabt. Wie ist so der aktuelle Stand? Wie sehen Sie die Entwicklung der Modestadt Düsseldorf? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Berlin hat aber nicht im geringsten geschafft, Düsseldorf als Modestadt kleiner zu machen. Das war ein Geplänke mal für einen Moment. Berlin ist eine Stadt für Schauspieler, die haben die Berlinale, die haben sicherlich tolle Events, sie haben eine tolle Kunst. Aber ich denke, dass wir in der Mode in Düsseldorf, kann uns niemand das Wasser reichen. Wir haben die Showrooms hier, wir verkaufen hier, wir machen das Geld hier und letztendlich werden die Aufträge wirklich hier vergeben. Wenn ich sage mal, ich mache 200, 300 Aufträge pro Saison, mache ich zwei in Berlin. Das sagt alles. Ja, okay. Und mit der CPD ist ja auch immer noch eine starke Messe hier vertreten, kann man so sagen, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Nur das kann ich nicht so beurteilen, weil ich diese Art Mode ja nicht kaufe. Ich kaufe schon sehr viel in Amerika oder in Paris, weil die dort alle die Amerikaner hinkommen. Aber
Ich denke, die Leute kommen schon immer noch hierher zu den Showrooms, die gehen durch die Geschäfte. Unsere Geschäfte sind immer besonders dekoriert zur CPD. Also für mich ist Düsseldorf als Modestadt Nummer eins, da gibt es überhaupt keine Frage. Und deshalb war auch nie der Gedanke, aus Düsseldorf mal eventuell wegzugehen? Ich habe sehr viele Anfragen gehabt. Ich habe nach Berlin Anfragen gehabt, nach München. Aber wie sollte ich denn mein Personal und alle diese besonderen Menschen, wie sollte ich die mit rübernehmen? Das hat ja schon alles ein bisschen ausgemacht. Jade ist ja ein kleiner Kosmos und ein gespielter Kosmos auch. Sie kommen ja rein und das ist ja so ein bisschen wie in Amerika. How are you? Wie geht's? Und jeder Kunde wird ja auch mit du angesprochen, wie ich das manchmal so mitbekomme. Ich so, hey, muss man den nicht sitzen? Nein. Bei uns ist das halt so und ich glaube, das hätte ich in zwei oder drei andere Städte gar nicht hingekriegt. Ich habe mich hier wohlgefühlt und ich dachte, das ist hier auch mein Standing. Und der Laden hat sich hier immer besser entwickelt und wir sind hier geblieben. Das ist schön. Auf jeden Fall für Düsseldorf auch eine große Bereicherung. Wir machen zum Ende unseres Gesprächs das Entweder-Oder-Spiel. Da lernen wir Sie dann nämlich noch ein bisschen besser kennen. Fahrrad oder Auto? Auto. WhatsApp oder anrufen? WhatsApp mehr. Ja? Ja, definitiv. Also ich spreche nicht gerne am Telefon. Ach so, okay. Ich muss den ganzen Tag sprechen, also... Facebook oder Instagram? Instagram. Sport oder Couch? Beides. Beides gerne? Beides gerne. Ja, also Couch lieber, aber das andere muss sein. Das andere muss sein. Um fit zu bleiben, ja, auf jeden Fall. Skipiste oder Strand? Strand. Airbnb oder Hotel? Hotel. Langschläfer oder Frühaufsteher? Mittel. So 8:30, was ist das? Mittel. Das würde ich auch mal einfach Mittel nennen. Ja. Rock oder Hose? Beides. Definitiv beides. Und Kleider, ja. Teppich oder Parkett? Beides. Hausschuhe oder Barfuß zu Hause? Barfuß. Hätte ich auch so eingeschätzt. Holz oder Metall? Holz. Klassik oder Rockmusik? Rock. Definitiv, ja. Definitiv. Okay. Hund oder Katze? Hund. Auch welche zu Hause? Oder gerade einen? Gestorben. Oh. Gerade gestorben. Wir hatten Jack Russell und der ist jetzt vor 3 Monaten, musste ihn einschläfern lassen. Aber er war wirklich 16 Jahre alt. Kommt denn ein neuer? Ich möchte sehr gerne und ich hoffe, mein Mann hört das jetzt und schaut sich das an. Ich möchte auf jeden Fall einen neuen Hund, ja. Die Männer überzeugen auf jeden Fall. Kaffee oder Tee? Tee. Immer? Also nie Kaffee oder? Manchmal mal, wenn es mir so ganz gemütlich ist, denke ich auch, jetzt muss ich mal ein Latte Macchiato trinken. Aber eigentlich sonst mehr Tee. Hauptsächlich Tee. Und passend zu unserer Umgebung hier, Weißgold oder Gold? Rotgold. Rotgold. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Evelyn Hammerström, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen Sie näher kennenzulernen. Und ich drücke die Daumen, dass es Jades noch viele, viele Jahre in unserer Stadt gibt und dass Sie weiterhin so viel Erfolg auch haben. Dankeschön. Danke Ihnen. War sehr nett. Und liebe Zuschauer, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und freuen uns schon dann auf die nächste Sendung. Bis dahin, alles Gute, tschüss. Der Bucherer VIP Talk, präsentiert von Juwelier Bucherer, einer der führenden Uhren- und Juwelenexperten Europas.